Test 1, 2, 3, Test 1, 2, 3. Herzlich willkommen zu Seeburgers VTV auf Havelland TV, dem einzigen Vereinsmagazin im Havelimmer Amateursport. Schade! Da hat sich die Zunge überschlagen. Luft holen in der Luft. Herzlich willkommen zu Seeburgers VTV auf Havelland TV, dem einzigen Vereinsmagazin im Havelländer Amateursport. Ja. Ach ja, lange hat es gesagt. Stimmt, ja, okay. Das müssen wir nochmal machen. Herzlich willkommen zu Seeburgers VTV auf Havelland TV. Was lachst denn du so? Lange hat es gedauert, aber nun melden wir uns endlich aus der Winterpause zurück. Sommerpause war es fast, ne? Am 11. Spieltag der Kreisliga, ne, da war Stocker. Lange hat es gedauert, aber nun melden wir uns endlich aus der Winterpause zurück. Da waren schon zwei Pausen. Am 11. Spieltag der... Mann, schon wieder der E-Jugend. Erstmalig seit dem Bestehen unseres Magazins... Keine Ahnung, ja. Ich kann die Dings gar nicht. Erstmalig seit... Ah, das dauert jetzt 5 bis 10 Minuten. Auch in diesem Jahr fand wieder das traditionelle Osterfeuer statt. Eindrücke vom Ostersonntag sehen Sie jetzt. Scheiße. Schade. Jonas. Die Arbeit ruft. Bei dir muss ich noch reden. Zeigen wir Bilder vom Hallenturnier der Seeburger F-Jugend aus dem Januar. Oh, das wär auch gegangen. Die A-Jugend feierte am 9. Spieltag. Keine Ahnung weiter. Was war am 9. Spieltag? Waren wir zu Besuch bei der Freizeitmannschaft des Seeburger SV. Es folgen Spieler vom... Schade. Am 9. Spieltag der Landesklasse Nordwest feierte die... Nach dem Aufwärtstrend am Ende der Hinrunde befindet sich die erste Männermannschaft in der Vorbereitung auf die Rückrunde. Am 9. Spieltag der Landesklasse Nordwest feierte die A-Jugend... Am 9. Spieltag der Landesklasse Nordwest feierte die A-Jugend den ersten Heimsieg. Erstmalig seit dem Bestehen unseres Magazins waren wir zu Besuch, schade. Und wenn ich diesen Satz schon hinkriege, dann bin ich schon froh, ey. Erstmalig seit dem Bestehen unserer Sendung. Befindet sich die erste Männermannschaft des Seeburger SV derzeit in der Vorbereitung auf die Rückrunde. Da waren Versprecher. Auf unserer Facebook-Seite oder unter unserer E-Mail-Adresse können Sie uns jederzeit erreichen. Das war richtig, scheiße. Das war ja richtig, Mann. Wenn ich so gucke, sieht man das? Das war die 15. Folge von Seeburgers VTV. Was war denn das hier? Gut, ja, das wäre perfekt geworden. So von der Seite so. Hallo! Das war die 15. Folge von Seeburgers VTV. Was ist die Sonne oder was? Und jetzt folgt wieder der Newsflash. Jo, stimmt.